Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ich habe die Base repariert. Ich habe den Rover repariert. Ich habe die Base umgebaut, ein klein wenig. Ja, der Rover ist wieder fit, bis auf das eine Rad. Ich habe das Schiff umgeparkt. Jetzt kommen wir aber zum Umbau der Base. Zum einen haben wir hier jetzt einen Raketenwerfer stehen. Wir haben hier drüben zwei Raketenwerfer stehen und noch eine weitere Gatling. Und ich habe jetzt überall Knöpfe verteilt, die sagen Gatlings aus. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird ein Timerblock gestartet, der da drin steht. Also einer der beiden, die da drin stehen, da stehen zwei Stück. Der schaltet alle Gatlings und die Raketentürme aus und nach 3 Minuten automatisch wieder an. Das ist, wenn ich einen Droppod sehe, kann ich die ausschalten, dann habe ich nicht mehr so viel Sauerei. Ich denke, das ist okay. Das Urgebäude der Base. Ihr seht schon, das habe ich nicht mehr angebunden. Ich habe jetzt hier eine mega lange Conveyor-Leitung zwischen momentanem Lager, ja, momentanem, und Hauptgebäude stehen. Denn das Hauptgebäude habe ich ein bisschen ausgebaut. Da stehen jetzt zwei weitere Raffinerien, komplett ausgestattet mit Effizienzmodulen. So. Das ist so mal das Grundsätzliche, was ich getan habe. Was ich tun werde, ich werde das hier alles zusammenflexen. Im Ernst, es lohnt sich nicht mehr, das aufzuheben. Ich werde das zusammenflexen. Ich werde hier da drüben zumindest vorübergehend eine Medbay hinstellen. Die wird aber nicht vor Ort alles... Die Tanks hier kommen weg in Zukunft. Ich werde hier das Ganze umbauen. Ich will die kritischen Sachen, meine ganzen Schiffe, also das Mining-Schiff, das Schweißschiff, das große Schiff, den Rover, dann gibt es noch einen Fighter und auch das Ding hier möchte ich sicher aufbewahren. Das Einzige, wo ich mich aber wirklich sicher fühlen kann, ist unterirdisch. Das heißt, ich werde hier drüben, da ich schon angefangen, das Ganze immer größer und immer flacher zu machen, hier, wo der Eingang zum Magnesium ist, werden wir nachher in eine unterirdische Base gehen. Also der Großteil der kritischen Sachen wird nachher unterirdisch sein. Lager, Essensproduktion, Medbay, Tanks, das wird alles unterirdisch. Hier oben steht dann nur das Hauptgebäude. Ich werde noch Türme bauen, die nur für Verteidigung zuständig sind. Also da wird heftig viel Verteidigung dazukommen. Den Parkplatz vom Rover werde ich wahrscheinlich repurposen, aber ich weiß noch nicht wie. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber ich will den auch schützen. Weil so oft, wie ich den jetzt schon reparieren musste, nee, ich will das nicht noch öfter. Was wir jetzt machen, wir fangen jetzt an hier noch wegzuflexen. Und das werden wir größtenteils von Hand tun, weil so viel ist es nicht mehr. In den meisten Blöcken ist nicht mal mehr viel drin. Und dann werden wir uns als erstes mal an die Roadmap halten und zum Eisplaneten fliegen mit dem großen Schiff. So, das ist so mal der Grundplan. Und ich werde auch die Eisbase etwas ausbauen. Aber die hauptsächlich, die unterirdische, die große Tankbase eher nicht. Obwohl ich da noch im Überlegen bin, ob ich zumindest einen Hangar, also früher oder später zumindest, einen Hangar für das Tankschiff bauen werde. Weil mit dem werde ich da am häufigsten hingehen. Ich sollte vielleicht den hier leer räumen. Jo. Den U2H2-Generator sollte ich leer räumen. Und vor allem vielleicht noch kurz meinen Wasserstoff auffüllen. Wenn wir schon hier sind, kann ich den auch gleich voll machen. Ja. Bam. Ich habe im Moment eh keinen U2H2-Generator auf der Base. Aber das ganze Eis werde ich auch noch hier jetzt ins Schiff werfen. Bis auf einen einsamen Rest vermutlich. Ja, eine Tonne lasse ich da.
Ich werde einen O2H2-Generator bauen, den werde ich aber noch mit nichts verbinden. Ich will hier halt so viel wie möglich Wasserstoff drin, weil das ist im Moment noch nicht so viel. So, das kommt in die Base. Und da muss ich jetzt ein bisschen Jetpack-Treibstoff sparen. Weil dann holen wir uns erstmal ein ganzes Schiff voller Eis und Wasserstoff. Dann haben wir nämlich davon mal genug. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn mit Eis ganz voll mache, den Tanker. Oder ob ich den nur mit Wasserstoff voll mache. Und dann halt etwas Eis mitnehme. Weil das Wasser, den Wasserstoff, den ich dann dabei habe, der sollte definitiv eine Weile reichen. Hallo? Flexst du diesen Block? Nee. Ja, und dann hoffen wir mal, dass ich zumindest während der Umbauzeit möglichst wenig angegriffen werde. Das kann auch sein, ich baue, wenn wir zurückkommen, als erstes die Verteidigungstürme, die ich vorhab, um einfach möglichst viel Verteidigung zu haben. Weil dann will ich natürlich auch den Bahnhof noch fertig bauen und die Schienen und alles. Und ja, wir haben definitiv viel, viel zu tun. Und ich glaube, das Erste, was wir hier bauen, das erste Schild, das wir bauen werden, außer jetzt auf dem Sprungschiff, wird nicht die Interceptor kriegen, sondern den Fighter, den ich hier bauen werde. Ich will einen neuen Fighter. Wird wahrscheinlich nicht mehr die Firefly, zumindest nicht auf dem Planeten hier, weil ich will fightertechnisch ein bisschen was anderes. Zumindest ein klitzekleines bisschen was anderes. Das Teil soll so viel Strom und so viel Boost haben, dass ich problemlos auch irgendwo flüchten könnte. So, in der Raffinerie ist tatsächlich noch deutlich mehr Material drin, als ich erwartet habe. Also klar, nur Stahlplatten, aber... Ach, und übrigens, wir hatten ja letztes Mal nur noch 1,3 Tonnen Eisen. Hat sich ein bisschen geändert. Wir haben 110 Tonnen. Den ganzen Schrott von dem Stinging Adversary habe ich eingesammelt. Und ja, das war eine Menge. Da bin ich ein paar Mal geflogen. Und das ist ziemlich gut. Das heißt, wir müssen so schnell auch noch kein Eisen holen. Inventory full. So, jetzt ist ja nicht mehr allzu viel übrig. Hup. Auch wenn ich es sehr schade finde, ich habe das Gebäude gemocht. Hey, das war unser erstes Gebäude auf einem Planeten. Und jetzt? So 90 Episoden später ist es weg. Kann man auch mal machen. So, oh, von denen ist... Inventory full. Okay, da war noch ein bisschen was übrig von den oberen. Ah, na, da hatte ich ja das Schweißschiff rangehalten, ne? Ja, okay. Inventory energy low. Da war noch Material drin. Das ist gut. Mich juckt's. ich werde mal kurzerhand eine Medbay hinstellen. Die zumindest vorübergehend hier stehen wird. Die ist nicht beim Survivor-Kit dabei. Ich dachte, die gehört da zu der Gruppe. Die heißt Krankenstation, ne? Ja. Dann schmeiße ich die luftdichten Hangartore, brauche ich im Moment nicht. Schmeiße ich daher. Dann können wir alles, was ich da wegmache, auch da wieder rein. Wow. Da gleich wieder reinstecken. Und auch wieder bauen, weil ich benötige ja einen Spawnpunkt. Die medizinischen Komponenten fehlen noch. Davon die. Ah, ja, okay. Ich krieg von denen einfach nicht so viel ins Inventar. Bam, Medbay. Ich habe übrigens auch den LCD, der da hinten hing, hierher und habe Haken dran gemacht.
Miner und Containerschiff sind fertig, als nächstes zum Eisplaneten. Und dann den Mähdrescher upgraden. Huch. Hab da was umgeworfen. Was ich mit dem freien Platz hier tue, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht kommt auch da der Parkplatz für den großen Rover hin, aber halt als Hangar geschlossen. Ne? So, dass ihm halt nichts mehr passiert, wenn ich, oder zumindest nicht so schnell was passiert, wie ich angegriffen wird. Und vor allem, es ist nur Energy Critical, nicht inventarvoll. Verwirrung ist stark in mir. Jetzt ist voll. Na komm, für einmal reicht die Energie noch. Für einen Flug. Jupp, ist auch der letzte Flug. Jetzt ist sie weg. Das ist eine richtige Kraterlandschaft hier drumherum. Das meiste davon war das Ork-Schiff. So, weil dann können wir nämlich auch, wenn wir wieder zurückkommen, irgendwann den Planeten mal ein bisschen erkunden. Was ich jetzt mache, ist da wieder Blöcke hin, die fehlenden austauschen. Wenn ich schon hier stehe und Stahlplatten dabei habe, kann ich das auch gleich ausbessern. So, sieht besser aus, ne? Ja, ich weiß mal den. Ich mach mal im Moment keine Tür rein. Weil der hier wird auch umgebaut. Die Cargo-Container kommen hier raus. Und wer wir es davon hatten? Da steht der Inventory Manager. Und da die zwei Timer-Blöcke. So. Ich habe auch was Sinnvolles getan. So, ich habe keine Energie mehr. Gehen wir uns erstmal Energie auffüllen. Dann können wir was trinken und... Ach ja, Essen habe ich auch was produziert, aber auf dem Schiff. Das schauen wir uns gleich an. Trinkenschluck. Apropos Trinkenschluck. Nimm 100 Liter mit. Sicher ist sicher. Schmeiß mal das in die Raffinerie. Das in irgendeinen Verbinder, das ist mir egal. Genauso wie das und das Geld, das brauche ich im Moment nicht. Ich habe mittlerweile eine Elite-Waffe. Einfach weil die mehr Schaden macht und präziser ist. Deswegen habe ich nämlich auch nichts getroffen. Und dann würde ich sagen, gehen wir aufs Schiff. Welches... Stimmt, das hab ich gar nicht gezeigt, ne? Welches mittlerweile luftdicht ist. Jetzt kommt nämlich der Punkt. Ist luftdicht. Das Survivor-Kit steht jetzt hier oben. Doch, das habe ich nicht gezeigt. Das ist hier vor Rot, da ist auch ein schönes Geländer dran. Ich nehme mal die Waffe aus der Hand. Hier kommen wir jetzt über eine Treppe zum Sitz. Das ist luftdicht. Tatsächlich. Und hier unten habe ich ein bisschen umgebaut. Das ist jetzt ein Block kürzer. Der Crop Grower ist nämlich luftdicht. Und ich habe hier trotzdem noch alles da. So. Das Wasser wirf ich hier rein. Genauso wie das. Genau. Hier haben wir nämlich eine Menge Futter. Ich habe nämlich einen Haufen Martian Special hergestellt. Haha. So. Und organisches Material kann ich zu... nimm mal... 50 hier raus. Was habe ich denn kaum noch? Moment, jetzt machen wir mal einen Haufen Ketchup. Mach einfach mal einen Haufen Ketchup. Ich brauche Kartoffeln. Genau, ich habe extra noch Kartoffelsamen hergestellt. Hier haben wir noch das. Ich habe keinen Schotter hier. Weil dann produziere ich nämlich nebenher einfach eine Menge Essen. Aber ein bisschen Schotter muss ich mitnehmen. Scroll, scroll, scroll. Hier. Gib mal 200 Kilo Schotter mit. Gib das mit.
gibt das Tofu am... Obwohl, lass das hier. Lass das hier. Das kannst du mitgehen. Ich habe hier noch 5 Tonnen Eis. Nur mal 2,3 Tonnen mit. Alles ist sinnvoll. Dann gehen wir hier mal... machen wir mal 2 Tonnen noch hier rein. Das ist nochmal ein paar Liter Wasserstoff. Und hier unten den Rest Eis werfen wir hier rein. Genauso wie das. Und das organische Material sowie den Schotter werfen wir hier rein. Da kann der nämlich erstmal eine ganze Menge Dünger produzieren. Weil den brauche ich ja zum Herstellen. Hier sind noch 77 Liter Wasser drin. Dann kannst du nämlich... Reicht's für 10? Mal 10 Kartoffeln machen. Nee, dafür habe ich nicht genug Samen. Aber ja, plan mal 10 ein. Dich können wir gleich hier hochschieben. Genau. Okay, was habe ich jetzt noch im Inventar? Ich habe noch was zu trinken im Inventar. Das werfe ich auch mal hier rein. Dann habe ich meine Wasserstofftanks, meinen Wasserstoff wieder voll. Prima. So, dann werden wir das Teil nämlich jetzt noch umbenennen. Weil ich habe einen Namen. Den vom Supercomputer vorgeschlagenen will ich im Hinterkopf behalten. Ich glaube, den werde ich nochmal brauchen. Kommt hier jetzt nicht zum Einsatz. Zur Erklärung. Ich wollte eigentlich, weil ich ja schon immer so ein bisschen dieses Insekten-Theme habe, auf ein Insekt zurück. Nämlich auf den Goliath-Käfer. Eine der größten Käfer, die es gibt. Der Goliath-Käfer ist sehr groß. Deswegen wollte ich das Teil einfach nur Goliath nennen. Meine Frau kam vorhin mit, ja, er tankt, der bringt Wasser mit, ne? Was, ein Kamel. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach Kameliat. Heavy Tanker. Ja, das ist Kameliat. Es ist so bescheuert. Aber es ist Kameliat. So, Gruppen, Wasserstofftriebwerke. An, aus. Dann hätte ich gern meinen Frameshift Drive. Toggle Super Cruise. What? Sollte das so sein? Nein, ich glaube nicht. und sonst brauche ich eigentlich nichts. Das heißt, wir können nämlich jetzt Trägheitsdämpfer an. Entparken. Abheben. Ich habe 1% Wasserstoff. Und dann würde ich sagen, ab Richtung All. Huch, das war die falsche Taste. Wir beschleunigen erstmal ein bisschen nach vorne, bevor ich nach oben linke. Ja, wir fliegen auf den Riesenschiff zu. Boost! Und wir werden langsamer. Die Ionentriebwerke arbeiten. Kommt schon, beschleunigen. Jeden Tropfen Wasserstoff werde ich benötigen, um hier hochzukommen. Ich werde nicht mehr so schnell langsam. Das ist gut. Die Gravitation wird weniger. Komm, booste nochmal ein bisschen vorwärts. Nur ein bisschen. Orks Shootabout.
Ja, das war klar. Komm, bemerk mich. Folg mir. Trau dich. Aber ich würde mal sagen, ja, wir beschleunigen. Wup, wup. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe momentan keinerlei Verteidigung und auch keine Munition mitgenommen. Ich bin ein Held. ja, das muss ich machen auf dem Eisplaneten. Aber hey, sie fliegt rein nur auf Ionen. Und ich habe Luft. Mein dickes Tankschiff. Ich mag's. Ich find's sehr hübsch geworden. Ja, ich habe nur 4 Ionentriebwerke in jede Richtung, außer vorwärts. Das ist halt echt nur das absolute Minimum. Das Shooterboot ist wieder weg. Das fliegt da unten noch, aber ich bin außerhalb Antennenreichweite. Das ist gut. Das ist gut, das beruhigt mich. Und sobald ich außerhalb der Gravitation bin, würde ich sagen, fliegen wir zuerst zu Recisco und verpassen dem Ding kurz 4 Gatlings. Vielleicht auch 6. Ich glaube, ich mache 6 Gatlings. Verpasse ich ihm kurz unterwegs und schmeiße ein bisschen Munition aufs Schiff. Sicher ist sicher. Und keinerlei. Ich drehe mich mal um. Bremsweg. Ja. Solange er keinen Wasserstoff hat, Bremsweg, ja. Vielleicht packe ich ihm auch noch ein paar mehr Ionentriebwerke rein. Das habe ich echt schon überlegt. Aber im Moment nicht. So. Der Recisco-Parkplatz ist hier hinter dem Planeten. Das heißt, wir... Okay, die Ionentriebwerke gehen aus. Das ist nett. Aber Frameshift Drive ist schon Gold wert. Im Ernst. Noch 2000 Kilometer. Okay, und während Frameshift habe ich keinen Sauerstoff hier drin. Da ist das Ding... Okay, das ist vermutlich noch ein Bug. Vermutlich. Wir können mal langsam, ein bisschen langsamer werden. Ah, wir haben wieder eine Geschwindigkeit, wo auch Ionentriebwerke funktionieren. Noch 200 Kilometer. Okay, so früh wollte ich jetzt nicht bremsen. Weil ich habe ihn nicht ausgeschalten, er hat von alleine gebremst.
Ja, dann fliegen wir jetzt halt noch ein paar Kilometer. Aber ich bin zumindest mal 3000 Kilometer von dem Org weg. Dass die auch immer wieder auftauchen müssen, die Typen, ne? Kommt wieder. Ja, ich habe jetzt die Wasserstofftriebwerke an, weil Bremsen und so. Ja, weil Boost ist mit Wasserstoff ziemlich gut. Das muss man einfach mal sagen. Ja, und jetzt habe ich hier drin nämlich auch wieder Sauerstoff. Prächtig. Hallo, Risisco. Na? Ich weiß gar nicht, wie rum sie steht. Fliege ich jetzt gerade frontal auf sie zu? Das wäre natürlich cool. Das wäre, ja, tatsächlich, frontal. Wattenbremsweg. So, jetzt fliegt man ganz langsam näher ran. Dann können wir gleich mal Größenvergleich machen. Wie groß ist das Teil im Vergleich zu Risisco? Na komm. Ja. Ist groß. Um genau zu sein, ist es sogar länger. Yep. Minimal länger als die Risisco. Nett. Ah, jetzt weiß ich, was ich hier drin noch wollte. Ein Gravitationsgenerator. Ich glaube, den platziere ich direkt. Oder? Ja, ich glaube, den mache ich direkt. Den setze ich hierher. Schön vorne rein. Ja, weil gar keine Gravitation ist auch gar kein cool. Wollte ich einfach mal erwähnen. Hallo, Risisco. Na? How is it going? Ah, ich weiß, wie ich das mache. Ich bin ja nicht dumm. Ich wirf das hier rein. Vier große Stahlrohre fehlen. Noch. Oh. Vier große Stahlrohre fehlen. Okay. So, dann kann ich mal den Gravitationsgenerator bauen. Innen drin. Und dann gucken wir uns noch nach ein bisschen. Uff. Die Tür hat mich. Oh. Genau, danke. Ich weiß, ich habe hier nur Magnet. Im Moment, aber das regeln wir ja. Stehe ich den ganz vor? Ich glaube, ich stelle den ganz vor. So. Ach, Gravitation. Es steht ja gerade andersrum, wie ich ihn platziert habe. Na gut. Na gut, Info. Mach mal Gravitationsfeld anzeigen. Ach so. Ist keine Antenne, ne? Na gut, ist aber nicht schlimm.
Wir machen dafür die Feldbreite. Drehen wir runter auf 20 Meter. Mehr brauche ich nicht. Halt, nee, Breite. Lass mal bei 100. 100? Weil der steht ja jetzt so rum. Feldhöhe. Brauche ich... Ja, mach 20. Feldtiefe. Brauche ich vermutlich nur 30 Meter. Und dann hätte ich gern nur... Ja, 0,6G reichen aus. Das reicht. Aber ich habe Gravitation. Jetzt hoffe ich mal weit genug. Scheint aber so. Jetzt gehen wir nach hinten raus. Okay, hier habe ich keine Gravitation mehr. Ums Schiff rum. Ziemlich an der Kante. Bis fast zur Front habe ich Gravitation. Okay, das ist gut. Das heißt, Gatt links. Eins. Oh Gott, ich muss das erst produzieren. Gatling. 1, 2, 3, 4, 5. Produziere einfach direkt 5 Gatlings. Weil, pff. So. Immer noch Herstellungskomponenten fehlen. Da kommt der Hund. Der muss aber jetzt warten. 2. Hey, da können wir mal 2 bauen. Also wir bauen welche. Ja, ganz hier hinten. Eine in der Mitte. Und dann eine am vordersten Tank. Ich denke, das sollte dann ausreichen. Ich sage ja, es ist... Das ganze Schiff hat nur Notfallverteidigung. Es ist eigentlich eher zum Wegrennen da. Weil mit dem Ding will ich echt nicht kämpfen. Vor allem, solange es keinen Wasserstoff drin hat. Gib meine Motors. Na, okay. Jetzt habe ich noch einen dritten eingepackt. Das wollte ich nicht. Turn. 1. Und dann platzieren wir gleich die nächsten. Okay. Inhibitor Field. Space Pirate Enhanced Heavy Raider. Das ist ein Joke. Hoffe ich. 5,8. Der kommt näher. Ich hoffe nicht zu nah. Weil sonst müssen wir hier weg, bevor wir überhaupt richtig da sind. 5,84. Nee. Nee. Der steht still. Das heißt, den müsste ich auch aus eigener Kraft angreifen. Und nein, die Interceptor hat noch kein Schild. Hätte sie das, würde ich es tun. Sie benötigen kleine Starrohr- und Gatling-Geschütze, um zu konstruieren. Hat er nicht gerade gesagt, ich hätte alles entnommen? Ja. Ja, hat er aber nicht. Mann. Gib mir das Zeug. Danke. Und dann geh mal in den Ammo. Gib mal ein bisschen Ammo. Ich hoffe, ich habe noch Magnesium auf der Risisco. Dass die wenigstens noch... Also, wenn das im Ammo-Container war, dann ist sowieso noch Munition da. Hey, wieso ist das hier beschädigt? Zuh. Komponenten wurden eingelagert. Jetzt muss ich aber gerade mal was gucken, weil das hier so nah dran ist. Hatte ich Angst, aber da ist nichts beschädigt hier unten. Das ist sehr gut. Lass mal hier kurz nochmal nach der Munition gucken. Wir haben noch 286 Kilo Magnesium hier. Wir haben noch 1,3 Tonnen Gold und 500 Kilo Platin hier. Und wir haben noch Eis hier. Zumindest ein bisschen. Ja gut, und Uran. Aber das Uran brauche ich jetzt im Moment nicht. Ammo?
Ich hatte hier kein Autocrafting, ne? Komm, dann nehme ich die ganzen 38 Kisten voll mit. Und die Handfeuerwaffenmunition nehme ich mit. Und dann lassen wir den nochmal 100 Kisten Munition produzieren. So, und dann habe ich auch Munition auf Kameliat. Muss ich mich noch... Wieso ist hier alles beschädigt? WTF, von wann? Das war doch vorhin noch nicht. Da sind lauter Blöcke beschädigt. Sag mal. Der Space Pirate ist wieder weg. Hm, na gut. Muss ich doch mal rumgehen und... die verbogenen Blöcke reparieren. Warum auch immer da Blöcke verbogen sind. Ich weiß, wo einer verbogen sein könnte. Das ist hier vorne unten, aber... Ne, den habe ich schon repariert. Okay. Das waren nämlich meine eigenen Gatlings. Die an der Base. Ne, dann ist soweit alles prima. Ja, pack die Stahlplatten ein, die paar. Okay, nur so unsere Gatlings einstellen. Und dann geht's ab zum Eisplaneten. Bedienfeld. Wo Gatlings? Da, Gatling-Geschützturm. Zielreichweite, ja. Ihr zielt bitte auch auf Raketen. Sicher, sicher. Die habe ich ausgeschaltet. Ja, yep. Okay. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt unseren GPS-Punkt, den ich brauche, das brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, ich brauche den Eisplanet-Anspringpunkt. Sind ja nur 6400 Kilometer von hier. Okay. Ich werde jetzt noch die Atmo- und Ionentriebwerke alle in eine Gruppe werfen. Dass ich die auch ausschalten kann, dass ich während dem Frameshift-Flug kein... Ich brauche ja keinen Strom verbrauchen, unnötig. Tschüss, Risisco. Wir sehen uns später. Da war ein Dangerous River Encounter. Ich bin sehr nah an ihm vorbeigeflogen, ist mir gerade aufgefallen. So, beschleunigen wir mal. Maximum Speed. Ja, wir sind jetzt eine Weile unterwegs. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen Angst macht, ist die Gravitation auf dem Eisplanet und die dünne Atmosphäre. Ich hoffe, meine Triebwerke reichen zumindest im leeren Zustand, dass ich dort fliegen kann. Wenn nicht, habe ich noch, ich glaube, minimal Wasserstoff. Da sind noch 9000 Liter. Ja, es sind noch 9000 Liter in den Tanks. Bis auf den, da sind noch 778.000 Liter drin. Ich hoffe, dass das... Hey, ich hoffe, dass das reicht. Ich hoffe es echt. Obwohl er sagt 0%, ne? Das ist aber nur, weil ich so viele Tanks habe, dass der eine mit den 5% halt nicht viel ausmacht. Noch 2700 Kilometer, dann sind wir da. Ja, hat aber schon was. Der Frameshift Drive. Der hat wirklich was. Ich mag ihn. Und vor allem ist er hier so verpackt, dass man ihn nicht mal sieht und er ist somit auch ein bisschen geschützt. Und ich habe oben keine Verkleidung über die zwei, über die kleinen Tanks drüber gemacht, fällt mir gerade auf. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Zuh.
Ist es auf dieser Seite vom Planeten oder ist es auf der anderen? Ich schwenk mal etwas nach links. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite vom... Aber ich glaube, das müsste hier sein. Dann ist es jetzt gerade dunkel. Na gut. Brems mal ein bisschen. 300 Kilometer. 200 Kilometer. Brems ein bisschen mehr. 11. 60 Kilometer. So nah wie möglich dran ranfliegen. Bis auf 900 Meter. Das war ziemlich gut. So, jetzt muss ich nur gucken, wo unten meine Icebase ist. Wie hieß das Ding? Tanke, ne? Ich sollte echt meine GPS-Punkte besser benennen. Tanke. Da ist sie. 12 Kilometer. Und meine Triebwerke sind aus. Dann mal los. Beschleunigen wir mal auf 40, 5. Ja, mal auf 50, komm. Genau. Und dann hoffe ich mal, dass das Ding in der dünnen Atmosphäre fliegen kann. Mit seinen 1,5 Millionen Kilo. Und wir müssen ja immer mitdenken. 1,5 Millionen Kilo leer. Das ist Trockengewicht. Da ist nichts drin. Außer jetzt ein bisschen Munition ist nichts drin. Wäre aber schon wünschenswert, wenn zumindest atmoseitig alles funktioniert. Ah, Gravitation. Stimmt, sind ja nur 10 Kilometer. Hui. Ja, ich bremse wieder auf 50 runter. Solange die Ionentriebwerke noch genug Leistung haben, um zu bremsen, ist alles okay. Ich werde nicht nur auf Ionen fliegen können. Mit den 4 Triebwerken kommt man da nicht weit. Das ist mal sicher. Ich komme hier ohne Wasserstoff weg. Das ist auch sicher. Ja, vielleicht sollte ich noch ein paar Ionen-Lift-Triebwerke reinmachen. Weil ich glaube nicht, dass er in der Lage wäre, mit den... Nee, ich glaube mit den 4 Ionen-Triebwerken, da sind die 0,1G schon zu viel zum Fliegen. Cool wär's. Aber, so ein bisschen mehr. Und Boost-Triebwerke, Ionen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben jetzt gesehen, wir brauchen eigentlich so wenig Wasserstoff, um vom Heimatplaneten wegzukommen, weil er halt auch keine allzu hohe Gravitation hat. Von der Erde wären wir so nicht weggekommen, weil da sind es halt doch ich glaube 30 Kilometer oder 40 sogar, bis man aus der Gravitation raus ist. 4 Kilometer bis zur Tanke. So wie es aussieht... Jo, tun meine Atmosphärentriebwerke schon. Sinkflug. Bisher ist noch nichts Rotes aufgetaucht. Das beruhigt mich sehr.
Ja, okay, die Atmosphäre hier reicht locker aus. Die 6 Triebwerke, die bremsen das Ganze so schnell ab. Das ist prächtig so. Hui. So, und ich werde jetzt neben der Tanke landen. Da, wo ich das letzte Mal die damals noch Jumper geparkt hatte, werde ich jetzt hier auch einfach mal landen. Und ich muss was trinken. Das kann ich gleich machen. Hallo Tankstelle. Ja, doch, die fliegt sich hier sehr, sehr gut. In der niedrigen Gravitation. Oh. Huh. Ich könnte hier seitlich an die Tanks Verbinder ranmachen. Dann könnte ich hier sogar vielleicht mich direkt mit der Ding, mit der Base verbinden. Ich park das mal so. Ich gucke mir das gleich mal an. Da draußen hatte ich, glaube ich, keinen Sauerstoff. Richtig? Jetzt gehen wir uns mal kurz was trinken. Drink. Schnell. Danke. So. Ja, hier hatte ich keinen Sauerstoff. Wir sind von der Höhe her so... Ja, ich könnte hier Verbinder platzieren und das Teil direkt an die Base hier an dingsen. Das wäre ziemlich gut. Hallo Mähdrescher. Was geht, Boy? Ja, parkt hier. Ich weiß. So, was sagt denn diese Base? Apropos. Du hast noch 62 Kilo Uran. Das ist gut. Hier, aus Ingots. Wir haben Magnesium da, das ist gut. Wir haben auch noch 680 Kilo Uran da und 125 Tonnen Eis. Ich würde mal sagen, bevor wir das Ding hier ausbauen, ich weiß eh noch nicht ganz, wie ich die ausbaue. So dass da halt noch mehr ranpasst, ohne Triebwerke groß umbauen zu müssen. Aber ich sehe gerade schon, ich weiß, wie ich ein bisschen umbauen kann. Die zwei Atmo-Triebwerke kommen weg. Und die machen wir jetzt hier unten dran. Weil das machen wir auf beiden Seiten so. Dann kann ich nämlich hier noch eine ganze Reihe mittlere Cargo-Container hinmachen. Dann geht da noch mehr Eis rein. Kann allerdings auch sein, dass ich dann noch ein bisschen mehr Lift-Triebwerke brauche. Zumindest kleine. Aber da passt ja noch was rein. Und zur Not kommen da halt auch nochmal Batterien drauf. Mähdrescher-Upgrades. Wup, wup. Und solange da drüben dann das ganze Eis verarbeitet, kann ich hier an der Base weiterbauen. Prima. Ich hätte gerne Cargo-Container. Nein. Mittlere. Genau. Und die bitte nicht in Dusty, sondern ich will mal die Frozen. Genau. Eins. Produzier's. Oh gut. Produzier's. Wir machen das, glaube ich, anders. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind 12 weitere Cargo-Container, die daran passen.
Das ist auch nur leicht übertrieben. Und ich brauche dann definitiv mehr Triebwerke. Weil sonst fällt mir das Teil vom Himmel. Das ist aber kein Ding. So. Dann schweißen wir mal alles, was wir verschweißen können. Zwei, drei, vier, fünf. Und produziere das mal alles. Triebwerke. Wir kriegen da noch eine weitere, einen weiteren Satz Batterien unter. Wir kriegen, ja natürlich, hier unten eine ganze Menge Lifttriebwerke unter, wenn es sein muss. Und da würde ich nicht mal mehr Bohrer ranmachen. Weil das sind schon 8. 8 nur für den Boden, also für Eis. Ich denke, das reicht. Huh. Die niedrige Gravitation hier. Yay. Was soll ich denn jetzt noch? Ich ruf das mal raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind einige. Das Teil wird groß. Irgendwann, im Laufe der Zeit. Produziere den Rest auch mal. Habe ich das hier schon mit Speed-Modulen ausgestattet? Ja, tatsächlich. Ja, doch, komm, das geht relativ schnell. Relativ. Und wenn man alles so ein bisschen zusammenschiebt, ist es auch angenehmer zum Produzieren, wenn er nicht die ganze Zeit zu irgendwas anderem switcht. Genau, weil ich muss eh... Stinging Adversary MK2. Nein. Ich habe nichts Kampffähiges hier. Ich gehe da gewiss nicht hin. Das ist eins, was sicher ist. Ich gehe da nicht hin. Keine Chance. So. Und wir platzieren jetzt gleich noch 2 Batterien. Die lasse ich jetzt alle in dem Eislook, weil ich den irgendwie ganz cool finde. Weil ich glaube, der wird weitere Batterien brauchen. 1. Produce it. Geht schon wieder der Sauerstoff aus. Ach so. Ja. Ich bin wieder auf so einem tollen Planeten. Ja, ich bin es nicht mehr gewohnt, dass ich viel Sauerstoff benötige. Alles erfolgreich genommen, prima. Produziere gleich die zweite. Dann haben wir an dem Ding 1, 2, 3, 4, 5, 6 Batterien. Sollte reichen. 6 Batterien sollten reichen. Batteries. Genau, da können wir nämlich einen Haufen Triebwerke noch platzieren. Wir werden auch mehr Beschleunigungsbrems- und Seitwärtstriebwerke benötigen. Zwingend. Weil wir haben dann jetzt nicht mehr so viele. Also was heißt, wir haben nicht mehr so viele? Wir haben nicht so viele. Grundsätzlich nicht. Ja, die Stinging Adversary ist wieder weg. Auf was läuft denn die Raffinerie eigentlich? Die läuft komplett auf Geschwindigkeit. Okay. Wenn die komplett auf Geschwindigkeit läuft, werden wir jetzt kurz noch Stein meinen. Warum? Das ist laut. Warum Stein? Ja, Materialien, wa? Container, 136.000 Liter Fassungsvermögen hat das Teil jetzt. Na komm.
Tust du dir mit der Wand schwer? Ich sehe es ja ein, ja. Huch, das war der Falsche. Genau, machen wir da ein bisschen Platz. 42.000 Liter sind jetzt belegt. Ja, ich mache das hier mit Absicht größer. Ich will ja ein bisschen Platz. Mal gucken. Ja, ich würde mal sagen. Cargo ist gleich voll. Cargo ist voll. Und die vier Seitwärtstriebwerke sind jetzt definitiv... Huh, das war ein bisschen zu hastig. Definitiv zu wenig. Genauso wie die paar Boost- und Dings-Triebwerke. Das ist jetzt alles etwas wenig. Mit welchem Verbinder muss ich mit dem unteren? Ne? Ja. Weil das ist jetzt eine Menge Gestein. Also eine ganze Menge. Dann ist nämlich der Gravel Sifter hier definitiv eine ganze Weile beschäftigt. Gibt auch nochmal eine ganze Menge Uran und Magnesium. Und Eis. Kommt ja auch raus. Gut, dann lasse ich den mal laufen. Oh, stimmt, ich kriege ja auch Gold und Platin raus. Ja, dann lasse ich den laufen. Und bedanke mich dann fürs zu sehen und sage bis morgen. Macht's gut, haut rein und tschüss.